Moin und damit herzlich willkommen zu Bushs Rockkonzert. Nein, natürlich Hi. nicht. Busch ist auch schon vollkommen im LAP-Sammelkartenfieber und das solltet ihr auch sein, denn das Sammelkartenfieber hat mich auch gepackt und ich habe mittlerweile fast die gesamte Sammlung zusammen. Mehr davon findet ihr aber in meinem anderen Video zur LAP-Sammelkartenaktion. Schaut da einfach mal rein, das habe ich gestern früh rausgebracht und auch am Montag im Livestream geht es dazu mehr. Heute sind wir aber in der Redstone-Schule und wir zeigen euch diese wunderschöne 4x4. Ja. Ach nein, die hatten wir ja letztes ja, Mal. Ja, du, komm mal. Ja. Komm mal mit. Hast du mir gerade. Du hast mir Spinnenaugen zugeworfen, das ist ja. Ja, jetzt geh mal hier an den Trichter ran. Okay, und, Trichter. Und leg die da mal rein. Einfach alle rein oder was? Ja, einfach alle reinlegen. Alles klar. So. Blink, 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 blink. Was war das? Ein Busch Redstone! Ich habe ein Busch Redstone! Juhu! Ja! Schau mal, hier nochmal 18 Spinnenaugen, leg die auch mal rein. 18 Stück? Ja. 18 Stück, da sind sie, 18 Spinnenaugen, okay. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter. Da kamen schon zwei. Jetzt kam noch ein drittes raus. Hä? Drei Stück, warte mal, wenn ich mit 18 Stück drei bekomme, das heißt sechs Stück, pro sechs Spinnenaugen bekomme ich ein Busch Redstone, richtig? Ja, genau. Yeah! Sehr gut, also ihr habt schon eine Vorstellung davon, um was es hier geht. Das ist ein Item-Tauscher. Das heißt, in diesem Fall tauschen wir sechs Spinnenaugen gegen ein Busch-Redstone. Hier seht ihr es, warum Busch-Redstone? Klar, weil es ein Busch-Stone ist, signiert von Busch2207. Und wie das Ganze funktioniert, ja, das wollen wir euch schnell noch erklären. Ist nämlich gar nicht mal so kompliziert, auch wenn es so aussieht. Und zwar werfen wir hier oben diese Spinnenaugen rein. Der Trichter ist, ja, zugreifbar für jeden. Wir könnten ihn noch Showcase umnennen, um sicherzustellen, dass keine anderen Trichter auf dem Grundstück geöffnet werden können, denn ihr müsst ja den Zugriff in den Trichter gewähren. Oder ihr müsst damit arbeiten, dass Leute die Sachen in den Trichter reinwerfen. Aber da ist natürlich die Gefahr höher, dass mal was wegbackt. Und der Trichter führt hier in einen Showcase. Da haben wir einen Showcase. Und dieses Showcase ist voll mit diesen Spinnenaugen. Ja? Und alles, was hier oben reingeht, löst natürlich ein Signal aus, weil wir hinten über einen Comparator das Signal abnehmen. Und die Augen, die durchgeführt werden, das also was ihr oben reingeworfen habt, die kommen später hier unten in der Kiste an, sammeln sich hier und da könnt ihr sie wieder rausnehmen. Das Ganze würde auch mit signierten Items gehen, dann kann das nur jemand benutzen, der auch so ein signiertes Item von euch hat. Aber in diesem Fall haben wir auf die Signatur verzichtet, weil das einfach jeder können soll. So. Genau. So, und die Magie steckt eigentlich hier hinten drin, dass wir einstellen können, wie viele Items denn abgezählt werden sollen, ne? Genau, das heißt, bevor wir jetzt den Part nochmal näher erläutern, gehen wir erstmal auf den hier ein. Da haben wir nämlich hier was ganz Witziges aufgebaut. Der Busch baut mal ein bisschen was ab rundherum zum Veranschaulichen. Und wir sehen hier, wir haben ein Speichermodul, eine Art Speichermodul. Aber das ist nicht einfach nur ein Speicher, der den An- oder Auszustand speichert, sondern der ein bestimmtes Energielevel speichert. Und zwar hier in diesem Fall ein Energielevel von 6. Ja, jetzt ist der Comparator hier eben auf dem Subtraktionsmodus. Das sieht man, weil vorne das Licht an ist. Der andere ist egal, welchen Modus das ist. Und zwar ist das jetzt wichtig. Und zwar haben wir hier einen Comparator, der erzeugt ein Signal der Stärke 1, weil hinten im Ofen liegt ein einziges Item drin. Dadurch kommt dann hier vorne ein Signal der Stärke 1 raus. Allerdings habe ich diesen Comparator im Moment noch gesperrt. Und zwar über das Redstone, welches hier von der Seite kommt. Das erklären wir später, woher dieses Signal kommt. In dem Moment, wenn jetzt hier dieses Redstone einmal kurz ausgeht und wieder an, kommt hier eins der Stärke 1 raus. Der Comparator zieht von dem Signal hier hinten eines ab. Das heißt 6 minus 1 ist 5. Hier kommt die 5 hin. Die 5 wird durch den Comparator wieder nach hier vorne abgegeben. Und dann haben wir hier die Stärke 5 drin gespeichert. Das kann ich mal kurz zeigen. Zack, habe ich das hingekriegt. Ja, jetzt ist die Stärke 5. Jetzt haben wir die Stärke 4. Jetzt haben wir die Stärke... Ah, jetzt war zu schnell. Jetzt ist es runtergegangen. 3. 3, genau. Na, 3. Ich bin zu schnell heute. Du hast den Comparator umgestellt. Nein. Echt nicht? Dann war es ich. Okay.
Ja, 3, 2, 1 und jetzt gleich geht's aus. Und hier hinten ist eine Redstone-Fackel an, die dann eben angeht, sobald hier kein Signal mehr drin gespeichert ist. Klassisches Negieren von der Fackel, kennt ihr. Genau. So. Na, und die steuert dann eben hier vorne schön unseren Spender an, wo dann eben das Redstone rausfällt. So. Jetzt alles schön und gut, aber jetzt ist der Speicher hier leer gelaufen, jetzt müssen wir ihn wieder füllen. Und zwar müssen wir ihn jetzt mit der Stärke füllen, wie viele Items abgezählt werden sollen. Das heißt, die Stärke 6 in unserem Fall. Dafür steht hier der Ofen und zur Veranschaulichung habe ich hier mal einen Comparator dran gesetzt. Da sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Redstone sind an. Das heißt, der Ofen ist so weit befüllt, dass er ein Signal der Stärke 6 liefert. Und genau dieses Signal leiten wir jetzt in unseren Speicher hier rein. Jetzt sehen wir, der ist wieder aufgeladen, der ist jetzt mit 6 aufgeladen. Und ja, jetzt können wir hier wieder runterzählen. Nicht. Genau. Denn ein Problem haben wir. Ich tue es jetzt hier mal weg, das heißt, ihr müsst eigentlich jetzt hier komplett runterzählen bis zu 0. Aber er wird ja dauerbefeuert von dem Ofen hier hinten. Ganz genau. Das eben jetzt zu verhindern. Na, wie lösen wir jetzt das Problemchen? Genau. Na, müssen wir den einfach wieder sperren, wenn unser Speicher voll ist oder aufgeladen ist? Na, jetzt sehen wir schon, es zählt runter, weil hier von der Seite ständig eine 1 reinkommt. Das heißt, die subtrahieren die ganze Zeit 1, 1, 1, 1, 1. Jetzt machen wir es nochmal auf die 6. So, jetzt ist der Comparator eben gesperrt und erst dann, wenn es hier wieder komplett entleert ist, gibt der Comparator erneut ein Signal ab. Das haben wir jetzt auch gerade ganz gut gesehen, ne? Er zählt immer weiter runter. So lange, bis er dann bei 0 ist. So. Genau, so viel zu dem da hinten. Das heißt, im Endeffekt müssen wir hier 6-mal dieses Signal hier auskriegen, dass hier vorne dann ein Item aus dem Spender rausdroppt. Genau, 6-mal kurz auskriegen. Ja, es muss grundsätzlich anbleiben, aber es muss immer kurz mal ausgehen. Genau. Und wie schaffen wir das? Und zwar haben wir hier einen Comparator, der eben aus dem Spender, wo die ganzen Spinnenaugen drin liegen, einen Zustand ausliest. Im Normalfall würde der hier schon ein Signal abgeben, welches dann auch hier direkt vom Repeater abgenommen wird, weil Items drin liegen. Um das zu verhindern, habe ich den ebenfalls im Subtraktionsmodus und von der Seite kommt hier jetzt noch ein Signal der Stärke 13 an. Denn in dem Spender sollen natürlich ein paar Items drin liegen bleiben, ein paar Spinnenaugen sollen da drin bleiben. Sollen ja nicht immer alle gleich rausfließen. Und zwar ist das hier eins der Stärke 13. Wenn man jetzt mal in den Ofen reinschaut, sieht man, da liegt auch einiges mehr drinnen. Und der Füllstand ergibt halt hier genau die Stärke 13. Und wenn jetzt hier noch ein Item mehr reinkommt, ich lege mal eines händisch rein, ne? Zack, da haben wir gesehen, es leuchtet einmal auf. Und zwar ist hier jetzt noch unter diesem braunen Wolleblock ein Redstone. Dieses eine Redstone bepowert dann den Block, wo hier eine Redstone-Fackel anliegt. Und diese Redstone-Fackel geht dann immer jedes Mal kurz aus und lässt hier vorne dann eben das Signal durch. So. Und wenn wir hier jetzt eben mehrere Items reinlegen, zack, dann zählt er hier mehrfach ab. Die Redstone-Fackel geht immer kurz aus und hier vorne wird abgezählt. Und theoretisch können wir hier eben bis zur vollen Signalstärke von 15 dann eben abzählen lassen. Das heißt, wir können hier 15 oder 14 oder 5 Items gegen... Genau, wenn wir jetzt hier beispielsweise einfach mal, ich lege mal 32 mehr Stein rein, hier einfach in das Feld mit rein, und dann sehen wir schon, dass das Signal hier hinten länger geworden ist. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt aktuell, wenn wir jetzt 6 Stück halt, 1 haben wir schon reingeworfen, also 9 minus 1 wären 8, die wir reinwerfen müssten. Ein Problem haben wir jetzt gerade, und zwar ist ja dieser Comparator immer noch gesperrt, ne, von der Seite. Das heißt, das Signal der Stärke 9, das kam noch gar nicht im Speicher an. Stimmt, wir müssen es einmal resetten quasi. Genau, einmal hier abbauen, ne, dass der Comparator eben angibt. Jetzt kann man es wieder hin. So, und jetzt sind wir auch bei der Zahl 9. Das heißt, hier geht jetzt nur noch was mit 9 Spinnenaugen. Hast du noch so viele? Ja, ich hole mir schnell welche aus der Kiste.
Ich mache es aber folgendermaßen. Wir legen erstmal die 6 rein von vorhin, zum Zeigen, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. So, jetzt habe ich 6 Stück reingelegt. Wir sehen, dass hier abgezählt wird. Wir sehen, dass da hinten das Signal geschwächt wird. Aber es reicht eben noch nicht, weil wir jetzt auf 9 eingestellt haben. Also lege ich nochmal 3 rein. Wir sehen, wie die 3 abgezählt werden. Und zack, hatten wir unser Signal und hier kam das Redstone raus. Ja. Das Schöne hieran ist, wir können auch direkt mehr Items reinlegen. Ich lege jetzt direkt mal 63, das könnte ein bisschen dauern. Ich lege jetzt hier direkt mal 63 Items rein. Wir beobachten das Ganze mal von hier, was da so passiert. Ja. Und es läuft. Läuft. Hier vorne ist jetzt eines schon rausgekommen. Da seht ihr auch, wie schnell sich dann hinten der Zählautomat quasi wieder resettet. Ja, das ist wirklich nur eine ganz kurze Sache. Und so kommen jetzt nach und nach die Items raus. So kann man ganz bequem abzählen und tauschen. Natürlich kann man diese Anlage hier auch mehretagig, also übereinander bauen oder so. Dann ist sie nicht ganz so in die Weite gezogen. Aber wir haben es jetzt hier mal in die Weite gezogen, dass es zur Veranschaulichung. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Redstone-Schule. So, für heute zumindest. An der Stelle möchten wir vielleicht noch kurz was ankündigen, denn es ist so, wir haben es euch ja schon mal gesagt, es wird immer komplizierter für euch. Die Schaltungen werden größer, die werden komplexer und wir können nicht mehr jede Schaltung in voller Weite in dem Video erklären, sonst hätten wir Videos, die eine Stunde lang sind. Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, dass wir die Redstone-Schule ein bisschen seltener machen wollen. Das heißt, wir werden sie auf jeden Fall am Leben erhalten, wir werden sie nicht abschaffen, aber wir werden sie auf einen 2-Wochen-Rhythmus schieben. Und uns dafür aber auch Mühe geben, schöne und interessante Sachen weiterhin für euch zu haben. Denn es ist einfach jede Woche ein Video mit einer aufwendigen, komplexen Schaltung zu drehen, auch tatsächlich nicht immer ganz einfach mit uns beiden zu koordinieren, dass wir auch die Zeit dafür finden. Das heißt aber nicht, dass ein Donnerstagsvideo ausfällt. Das heißt, an der Stelle, wo sonst die Redstone-Schule kam, werde ich ein anderes Video hochladen. Ob das eins der bekannten Formate ist oder ein neues Format, das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall werden wir dann ab jetzt alle 2 Wochen nur eine Redstone-Schule bringen, aber darauf achten, dass auf jeden Fall die Qualität stimmt. Und ja, das heißt, bleibt bitte trotzdem am Ball und schaut einfach, was ansonsten hochkommt. Was bleibt mir zu sagen? Ich habe die Karte Nummer 5. Busch hat die Karte Nummer 5. Alles klar, dann ja, bleibt mir zu sagen, macht's gut. Euer Rusch. Und euer Busch. Ciao.